Matchball. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Hauptfeld. Beschreib mal, wie sind gerade so die Gefühle in dir? Ich bin total happy und erleichtert, dass ich das jetzt noch geschafft habe im dritten Satz. War ja schon 5-2 und konnte es dann doch noch bei 5-4 schaffen, sie zu breaken. Und ja, ich bin mega erleichtert und froh, wie ich gespielt habe, ja. Jetzt gehst du mit 2 Siegen im Rücken ins Hauptfeld. Ist das nochmal so ein kleiner Push extra? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer schwierig, gegen Qualifikanten zu spielen, weil die eben 2 Matches gewonnen haben auf der Anlage, auf dem Platz. Und eine erste Runde ist immer schwierig und deswegen denke ich, dass ich da schon auf jeden Fall einen kleinen Vorteil habe. Welches Gefühl ist das für dich, hier so in Hamburg am Roten Baum spielen zu dürfen? Es ist eine große Ehre für mich. Also es ist ein wunderschöner Platz, ein toller Center Court und ich durfte jetzt schon beide Matches auf dem Center Court spielen. Ich hoffe natürlich, dass ich morgen nochmal auf dem Center Court drauf bin. Und ja, es macht mega Spaß, auf der schönen Anlage zu spielen und ja, ich hoffe, dass noch mehr Matches folgen. Welche Bedeutung hat das für dich, so bei diesem Turnier zu spielen, das jetzt nach so langer Zeit erstmals wieder hier in Hamburg stattfinden darf? Es ist eine große Ehre. Also ich glaube, es ist super, dass es jetzt langsam wieder mehr Damenturniere in Deutschland gibt, auf der WTA-Tour. Und ich hoffe, dass das auch weiter so bestehen bleibt. Für die deutschen Spieler ist es natürlich immer super, vor heimischem Publikum zu spielen. Und ja, es macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Hamburg European Open.